Du hast mir letztens ein Foto geschickt, dass deine Katzen ja nicht so zielgenau sind bei der Katzentoilette. Und das nächste Mal, wenn so eine Kackwurst daneben landet, packst du die einfach neben deinen Tisch und immer, wenn Natsu irgendwas Falsches macht, malst du dir wie mit Kreide oder so ein Edding, malst du dir damit einfach so eine Harry Potter Brille. Ja? Vorne. Hä? Wieso? Ah, okay. Ich denke nach links und der fährt nach rechts. Ja, deswegen, ja. Musst du voreinlenken. So. Oh nein! Wie habt ihr es alle geschafft? Richtig, mit meiner Technik. Oh, ey, was für deine Technik? Das ist auch meine Technik, ey. Mieser Laberkopf, ey. Ja, solche so Laberköpfe. Tigga, du bist so ein Hafensänger, das bist du. Aber so ein richtiger, falscher Hafensänger. Ich steh am Hafen und verkauf Salamis. Hola, chicos y chicas, hoy os traigo un parkour con varios vehículos, con algunos nos salieron de este DLC, espero que lo disfruten. Mit dabei haben wir Nugi, Alex und Deko. In meinem Kopf einfach Roche González. Einen wunderschönen guten Hallo und vor allem einen wunderschönen guten... Oh yeah. Oh, ich wünsche auch einen guten. Ohne Mist, ich finde ja Roche González, aka Max Giermann. Ich finde ihn so geil. Also ich muss sagen... Hast du Last One Laughing geschaut? Ja, natürlich. Und also... Ich habe ihn ja davor schon gefeiert, ne, aber das war so ein geiler Auftritt, ey. Was ist das hier? Also sein LOL noch nicht geschaut. LOL. Hast du nicht gesehen? Oh nein. Ey. Bremsi! Ich liebe ihn einfach, Digga. Ah! First try! Ja! Digga! Alter. Auf jeden Fall wurde ja gesagt, es sind neue, also falls ihr des Spanischen mächtig seid, ich nämlich nicht. Aber ich glaube, dort stand ungefähr, dass wir auch neue Autos dabei haben, die vom neuen DLC sind. Wir können ja mal ganz kurz in uns gehen und schauen, welche das sind. Also, ich glaube, der Jürgen, den wir jetzt gerade haben, diese Driftkarre, die ist es nicht. Also, ne? In mir ist es ganz klar der VW Terrakan. Was hatte hier gerade jemand? Ja, Ares, ich versuche ihn gerade ein bisschen zu trollen. Oh, das ist ein BMW. Das ist sogar echt ein BMW. Ja, ich warte jetzt hier auf euch, bis wir wieder zusammen sind. Ist das ein BMW? Ich hab so getrollt. Also, wir haben oder ja. Das ist ein klar BMW. Ich sag, das ist ein Nissan. Ich sag, das ist ein Nissan GXR. Ja, ich sag, das ist ein BMW Q7. Ich hab sowas von keine Ahnung von Autos. Aber, warte mal jetzt. Warte mal. Deswegen laberst du einfach irgendeine Scheiße. Wahrscheinlich ist der Q12 von BMW. Ich hab neulich wieder in den Kommentaren gesehen. Also wenn du nicht bist, was das für Autos sind, drück doch einfach mal Y. Ich dachte, wir wären durch mit diesem Scheiß-Thema. Ja, wir hätten das Thema geklärt und die Leute nerven nicht wieder damit, ne? Aber es ist wieder soweit. Nee. Also, nein. Y zeigt dir doch nur an, wie die Map heißt und wie weit die Leute entfernt sind. Warte! Also wenn du in der Online-Welt bist, ja, dann stimmt das. Aber nicht in Rennen, ihr miesen Chakos, ey. In der Online-Welt wird dir das dann angezeigt? Naja, da geht's. So, deswegen kommen die auch drauf. Was hast du davon? Karma. Oh, warte mal. Was? Deko, bist okay, du die Barty auch nicht? Hallo? Wo seid ihr denn, ihr kleinen Chakos? Können Sie kurz warten? Warte mal, dieses Gebäude, wo wir gerade sind, hier bei Live Invader, gab's da nicht so eine geile Mission in GTA 5, dass man da irgendwie so ein... Ja. So ein kleines Auto irgendwie in die Luft sprengen musste oder so mit den Fotos machen musste irgendwie so? Du musstest hier die Pop-up schließen und so. Und ja, du musstest dann ein Handy präparieren, was dann in die Luft geflogen ist. Live. Live? Okay. Ja. Live in die Luft geflogen. Ja, da ist dieser CEO in die Luft geflogen. Live? Genau, live. Live? Ja. War eine. Wo ist denn Deko eigentlich? Da oben. Er wollte mich runtertrollen, aber irgendwie hat er es nicht geschafft. Ey. Ist Deko noch da oder ist er wieder full mute? Ist die Katze wieder irgendwie am Werk? Hallo? Deko! Wir können es sehen, die Curren. Also wenn sie was sagen, hallo, wir können nichts hören, diese. Hallo? Was war das denn? Hallo?
Hallo? Hi! Können wir Sie hören? Ja, wir können Sie hören, Mr. Yu. Na, so, Mann! Digga, wie häufig ich schon gesehen habe, so. Wie unprofessionell ist es bitte, die Katzen da rumzulaufen und dann, dass die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe drücken und dann wieder richtiger Beef in den Kommentaren. Ja, ey, wenn ihr das will, dann lass sie doch, bla, bla. Aber langsam muss ich auch sagen. Digga, langsam muss ich auch sagen. Also eigentlich. Ja. So häufig ja. Wie deine Katze da, keine Ahnung, welche Aufnahmen beendet und dich voll mutet. Ah, es ist schon, aber er ist. Bedarf es einer Strafe, würde ich sagen, demnächst. Ich mach kurz ein Foto und zeig euch, wie er hier liegt und dann könnt ihr sagen, ob ihr sagt, schmeißen raus. Nein, Strafe. Auf gar keinen Fall rausschmeißen. Aber es gibt eine Strafe. Du hast mir letztens ein Foto geschickt, dass deine Katzen nicht so zielgenau sind bei der Katzentoilette. Und das nächste Mal, wenn so eine Kackwurst daneben landet, packst du die einfach neben deinen Tisch und immer, wenn Natsu irgendwas Falsches macht, malst du dir, wie mit Kreide oder so ein Edding, malst du dir damit einfach so eine Harry Potter Brille, ja? Geil! Nein, ich hab den Punkt nicht gekriegt! Dafür? Deal. Okay, Deal. Geil. Und Natsu. Aus Katzenkacke eine Harry Potter Brille? Ja, mach mal. Ich habe übrigens mal bei euch einen Kommentar gelesen, dass wir Edward-Stangen in Zukunft Salzstangen nennen sollen. Ja, habe ich auch gesehen. Ich bin das da eigentlich voll für. Guckt euch bitte diesen süßen Kater an. Wer soll ihm bitte böse sein? Und das Gerät hier oben, dieses Ding hier, da drückt er drauf und da kann er das Mikrofon muten zum Beispiel. Aber er ist, er hat leider jetzt schon wieder Escape gedrückt. Oh, naja. Ey, ganz ehrlich. Er ist so süß. Ey, ohne Mist, warum haben wir ihn noch nicht eingestellt als Influencer? Wenn er es schafft, Tasten zu drücken, ist er schon mal genauso begabt wie du. Ne? Besser als ich sogar schon. Weil er keine Aufnahmen vergessen kann. Also ich glaube, er wird ein besserer Influencer als du, Deko. Aber soll das ein Audi R8 sein? Ja, ne? Soll das Isuzu? Ein Audi R8 Spider sein? Kennst du Isuzu? Nee. Wenn das ein Fake-Punkt ist, dann zwischendurch, ne? Isuzu? Nee. Was ist das? So ein Jägermeister oder wie? Nee, ist kein Fake. In England ganz viel, ich weiß. Ich dachte immer, Isuzu wäre ein gefälschter Suzuki. Richtig doch. Weißt du, weil die Buchstaben da fast komplett drin sind. Nogi, wo bleibst du, Mann? Okay. Ich schon auf dem Weg. Ich glaube, das hier ist ganz klar, es ist ein Isuzu. Den ersten Gleidi habe ich schon. In Großbritannien sind die. Ach, du bist doch bei den Glides. Wollen wir mal vielleicht auf Nugi warten oder was ist da los? Wir warten mal auf Nugi, oder? Hallo. Nugi. Herr Nugi, wo bist du denn? Ich bin noch bei den Glides. Der erste Glide, den habe ich schon. Den zweiten habe ich gerade auch nicht. Ja, aber wo ist dein Problem, Brudi? Da war doch Brudi, nichts. Gleiten! Ich kann Brudi. Nur... Mach das doch mit der Technik, die ich dir beigebracht habe, Digga. Du musst doch nur geradeaus. Mehr musst du doch gar nicht machen. Mach ich doch gerade. Warum sind wir denn die ganze Zeit so Geister, Alter? Sind wir hier im Land der vergessenen Weihnacht? Oh geil, ich hab mich auch schon gefragt. Wollte ich gerade runterbumsen. Oh geil. Rocket Gliding! Alter, viel zu weit. Viel und zu weit. Und schaff das? Hör auf, deine komische Franklin-Technik. Nein, mach ich doch gar nicht! Alter! Siehst du doch! Kann ich dich wegolgern? Wieso kann ich dich nicht wegolgern? Weil du ein scheiß Spacken bist. Keine Ahnung. Was ist das für eine Map? Hast du Kontakt ausgelassen? Natürlich nicht! Hätte mich auch gewundert. Das ist Tatsache. Oh, nein. Ich hab. Ach, ihr habt die neue. Ah, ich verstehe. Also, jetzt mal ernsthaft, Nugi. Wo ist dein Begehr? Hallo, ihr habt gerade nicht auf mich gewartet, ne? Ja. Und das fand ich echt nicht sozial. Nein. Aber wir haben voll auf dich gewartet. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir voll. Jetzt habt ihr auf mich gewartet. Also, jetzt versucht ihr es. Wir versuchen es zu versuchen, auf jeden Fall. Ja, wir versuchen es wirklich. Du darfst nicht sagen, wie es aussieht, aber du kannst schon mal sagen, dass welche kommen werden, natürlich. Warte, bevor du es machst. Ich sage, sie werden kommen, Muchachos. Die Mauspads, sie werden kommen und sie sehen geil aus. Das darf ich sagen, oder? Hallo, du musst erzählen und ich bin für die Hintergrund-epische Musik zuständig. Was soll ich jetzt? Ich darf nicht erzählen, wie sie aussehen, aber sie werden richtig geil. Also, sie sind auch groß, ne, so große Tisch-Mauspads, wo Tastatur und Maus draufkommen. Das ist so richtig sexy. Und wir haben die selber designt. Also, wir haben da richtig uns schöne Ideen einfallen lassen. Haben so mit Übergänge und sowas. Und es wird einfach mies geil. Es ist zu episch. Cringe. Ey, bin ich zu hoch? Oh. Ja, hat er jetzt. Okay, Abfahrt. Endlich. Strike. Zurück, Mudi. Keine Ahnung, was? Wollt ihr den? Was ist denn da dir? Oh, er hat's schon. Ja, läuft. Der Luft ist in hat der er schon. Digga, am Ende. Nugi wird erster, man kennt ihn. Okay, flip nach oben, flip nach unten. Nee, kein Daumen flip.
Gott sei Dank. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Marvins epischer Musik bei der... Das war schon echt... Das ist immer so, so Kirchenmusik, ne? Wenn, ja, da, wenn man da irgendwelche nach Relikten sucht oder so. Willkommen im Elfenparadies. Hä? Lol. Oh! Hä, hey, das ist hier ist ja überhaupt gewesen, Alter! Ja, du bist ein Bolt gefahren, so, das ist gewesen, ne? Aber viel zu einfach. Hä, hey, aber hier wäre ein Troll auf jeden Fall drin gewesen. So mit Speed, Bam, ich dachte, gleich, dass da ein Troll ist. Wo ist denn Nugi schon wieder? Nugi? Hä? Ey. Ich bin gleich da, wartet doch auf mich. Nee, Alter, jetzt reicht's, ey, ehrlich. Ich bin noch dabei. Da sind wir dabei, Doris Prima. Oh, ist, wie heißt die Karre? Ich weiß es sogar. Vivil, ne? Was denn? Vivil? Vivil? Vivil, ja. Vivil, ja. Vivil. Ich wusste das! LOL! Der hat vorne 8 Zoll Reifen und hinten 16 Zoll Reifen. Also wie ein Fahrrad. Digga, wie aus wie nach vorne Trier, der kleine Lappon, ne? Ja, worauf wollt ihr denn warten? Das war nur ein Wechsler, Alter! Hä, hey, wir warten auf Nugi. Ja, warte doch einfach auf mich. Hey, du musst doch nur einen Wallwechsel machen, Nugi. Hab ich doch gemacht. Ja, jetzt war auch ohne Mist. Ja, ich hab ihn geschafft. Achso, okay. Dann hab ich nichts gesagt. Aber ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich versuch da den Speed mitzunehmen. Heiß, Nugi. Herzlich Alter, hallo. Es ist super schwer. So, ne? Wo ist denn die Bremse? Hier vorne. Hä, wieso? Ah, okay. Ich denk nach links und er fährt nach rechts. Ja, deswegen, ja. Du musst du voreinlenken, vielleicht so. Oh nein! Okay. Oh nein. Hä? Oh. Ey, das war doch so ein Lied. Du bist da. Leute, der kann... Nein. Oh, Leute, der kann so heftige Wheelie machen. Warte mal. Ist fast allein. Weiß, wie es geht. Ich versuch das wirklich an... Geiler Wheelie, Marvin, geiler Wheelie. Ja. Geiler, Alter. Ich weiß nicht, was ist das? Ey, die Karre ist endlich scheiße. I'm just like you were. There's no spotlight shining on me. Nee, es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Kennt ihr im Wald diese blauen Käfer? Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Das sind nicht Mistkäfer. Aber die liegen auch immer tot einfach im Wald. Ich glaube, die gibt's nicht lebendig. Die liegen überall tot auf dem Weg. Die werden einfach tot gespawnt, ja. Ja, und so ist einfach dieser Weevil. Ihr kennt sie alle. Alle, die im Wald unterwegs sind. Also Deko, es tut mir leid. Dass ich dich hier ausschließe, hallo. Also Käfer sind sollten meistens nicht tot sein. Er ist ein Borkenkäfer. Wollten tot. Okay, Aris, Ich würde mal sagen, wir warten noch im Ziel auf dich, ne? Oh, er hat es, Digga, endlich. Nein. Ey, ich hab jetzt 150 Minuten auf ihn gewartet. Warte, wie habt ihr es alle geschafft? Richtig, mit meiner Technik. Oh, was für deine Technik? Das war meine Technik, ey. Mieser Laberkopf, ey. Ja, solche Laberköpfe. Ein Musterverkäufer, ey. Digga, du bist so ein Hafensänger, das bist du. Aber so ein richtiger, falscher Hafensänger. Marvin steht am Hafen und verkauft Salamis. Ja, und? Du bist am Hafen und verkaufst Meerwasser. Nein! First try. Easy. Aris, du hast richtig erfasst. Ich hoffe, Deko verkackt da noch. Oh, schade. First try. So, wer ist hinter uns? Nugi. Nugi. Hi, Nugi. Ja, hallo. Nugi, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im Ziel, ne? There's no spotlight shining on me. Unfair von Aris. Achso, jetzt auf einmal? Nein. Ey, beim letzten wollte mich verarschen, ey, beim letzten. Wieder mit dem Subaru T12 hier. Hallo, oh, hi, Nugi. Servus. Fahr nicht mega Fullspeed, dann sie verkackt. Oh, jetzt haben wir wieder, ja. Oh, ey. Geil. Oh, danke. Oh, ja, bitteschön. Also hier warte ich am Bike. Lol. Was? So, weiter geht's. Oh, kann ich jetzt schon? Gerade ausfahren, habt ihr es hinbekommen? Ja. Hallo? LOL, ich komme in die Nähe. Das ist so random, Alter. Er kommt. Das ist so random. Was ist das für eine Scheiße? Ich will euch trollen, geht nicht. Lol. Okay. Was ist das? So, wir sehen uns dann im Ziel, ne, Leute? Party People. Ciao. Hallo, ciao. Hey, könnt ihr mal kurz einmal warten, wie ich nein, das mache? Nein, nein. Ganz dreckig. Ah, das kriegt ihr hin, oder? Hä, hey, müssen wir da hoch? Hä, hey, fehlt da was? Ne, okay, alles gut. Aber ja, hier können wir nochmal warten, oder? Ah, okay. Ja, wir warten, ja. Hier, ab hier Skill Duell, Leute. Ab hier. Skill Duell. Wir stellen uns alle davor, hier. Aber es sind noch 20 Punkte, beruhig dich. Oh, ich hab Aris gerammt. Hallo, ich komm noch nicht hoch. LOL. Ja, manchmal geht's und manchmal nicht. Hä? Ja. Ah. Muchachos, oder eher gesagt Modder, was ist das für eine Einstellung, die man treffen kann? Die ist so random, Alter. Die ist wirklich random, ja. Also, das muss ja so ein richtig hardcore gemoddetes Ding sein. Los, Nugi. Ja, ich bin doch schon gleich da. Servus.
Okay, Nugi, komm hier her. Ja. Drei. Okay, Skill-Duell. Warte doch! Zwei. Ey, Junge, ich bin fahren. Guck mal, zwei Chakos fahren schon los, Alter. Ey. Ja, das aber ist das ist typisch. Also, ich wollte sagen, das ist doch typisch Deko. Also, hättest du das anders gemacht? Das Ding ist halt, ich kann mir sicher sein, dass ihr mich nicht aufhalten könnt. Aber dieses wartet. Direkt einfach mal ausnutzen, ne? Erster. Hallo? Er sagt Erster. Oh, das war knapp, Alter, die Kante. Oh fuck, das war vielleicht ein bisschen zu. Wo bist du denn? Erster! Hallo? Nein, sind wir wieder dieser Weevil, ey. Ich meine Ron Weevil? Weasley. Oh, warte mal! Oh, können wir die jetzt umfahren? Warte mal. Hallo? Ah, leider nicht, ne? Okay, hier reingehen. Ja genau, da rein, Nugi. Mit dem Fahrstuhl, fahr mit dem Fahrstuhl. Fahrstuhl! Hallo, mit dem Fahrstuhl! Fehlt noch jemand? Happy. Fahrstuhl fahren. Der Fahrstuhl geht noch, nicht, oder? Der ist zugebaut. Wo ist denn Aris? Wo ist denn Aris? Hä? Am Ende. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin über den Transformer gesprungen, hier über den Dings. Digga, wo? Über den Warpoint. Ja, ich hab mir ein bisschen Zeit gelassen, hallo. Hier, Nugi, du kannst schon respawnen, wir haben den Punkt. Treppen hochgehen in Ego-Perspektive. Und dann, okay, mach ich. Ja, ist ja richtig chillig. Ist ja viel geiler. Ist man nicht schneller? Alter, Alter, man ist schneller! Ey, Junge, die cheaten man einfach. Ey, man ist viel schneller einfach. Dann. LOL, man ist viel schneller. Die cheaten einfach. Hallo. Treppenlauf-Simulator. Hallo. Ey, ihr seid so miese Ficker, Alter. Hä, wie geht das denn? Fuck you, Segen. Hä, warum ist man schneller mit der Ego? Hä? Halt auf! Wie geil ist das denn? Danke für den Tipp. Ey, Junge. Hallo, Nugi. Ich hab den Punkt. Hallo, Nugi. Okay, und jetzt? Hä, müssen wir oben rausspringen oder müssen wir... Bestimmt. Ciao, ich bin mal die wissen es nicht, die wissen es nicht. So, jetzt kann ich hier auf die warten und... Deine Mama weiß es nicht. Geh weg! Hä, oh, kann ich noch weiter schlagen? Nach oben? Ja, natürlich, nach oben. Hä, ich hab vier Sterne. Warum vier ja, Sterne? Ach. Dann werde ich auch nichts zu suchen. Ach so. Dann willst du mich mal suchen. Was macht ihr denn da oben? Was macht ihr denn da oben? Kann ich hier mal rausgehen? Ha! Ach so, du bist auch schon da. Oh. Ja, ich bin hier schon seit 10 Minuten. Hey, ich bin im Fahrstuhl. Ja, du bist auch schon da. Lol. Alter, wie viele Treppen das sind? Lol. Hä? Hallo? Wir warten, Alter. Ne? Ja, natürlich warten wir. Easy Weezy. Ja, wir warten. Okay, okay, wir warten. Ich hab gespawnt. Ich hab für euch gespawnt. Ah, Deko ist auch schon da. Shit. Ich bin extra. Hey, ich dachte, wir warten. Ja, haben wir doch gesagt, wir warten. Ho! Ja, oh, wie soll ich jetzt hier aus dem Scheißding rauskommen? Lol. Den Punkt du musst wieder nach unten laufen. Du musst wieder nach unten laufen, Aris. Okay, ich hab's. Ja, wir sehen uns im Ziel. Marvin, warte bitte. Nee, wir haben gesagt, ey, wir haben gesagt, okay, tryhard, wir haben gesagt, okay. Danke, Deko. Hauptsache, wir warten und dann kommt wieder, wir haben gesagt, tryhard. Ja, haben wir doch gesagt. Das ist halt echt so. Also, ja, wir haben gesagt, tryhard, aber dann haben wir auch gesagt, wir warten. Hä, auf wen denn? Alles. Hä, ich hab nichts mehr gesagt. Hä, wer ist denn hier ein Hubschrauber? Ja, warum? Ihr habt vier Sterne seit dem Turm. Ach so. Ich will gar nicht, ich hab gar keinen Stern mehr. Können Sie mir helfen, Nugi? Nein. Ich bin, Support ist kein Mord. Nein! Move! Ob der jetzt? Geh weg. Achso, du bist schon respawned. Ja. Oh. Hallo? No. Oh, Alter! Ich komm einfach nicht da drauf, ne? Wie auch gehofft hat, dass er uns richtig wegolgert. Digga. Ich hatte so gehofft, aber man wird ja auch durchsichtig, also. Digga, ja. Ich komm da einfach nicht drauf auf diesen Scheiß, auf die Street. Hä, ja, warum nicht? Ja, da war ich auch nicht. Hä, Leute, ich bin hier durchsichtig? Oh, warte mal. Bitte. Komm, irgendwas. Bitte. Funktioniert das? Oh, ja. Oh, ich hab's endlich. Hey, Digga, das ist doch so asozial. Ständig geht das weg. Ja, aber wenn ich da ankomme, dann nicht oder was? Ey. Hä, hey, lol, warum komm ich denn da durch? Du bist einfach durchgängig unsichtbar. Hä, hey, aber warum bin ich durchsichtig? Wieso kann ich sie nicht weg, Olga? Hey, jetzt bist du durchsichtig. Ja, jetzt bist du wieder nicht mehr durchsichtig. Ja. Aber wir können Deko nochmal weg. Bin ich nee, jetzt durchsichtig. Ist er durchsichtig. Hä, hey, jetzt ist er. Hey. Hey, was ist das denn für ein Shit? Komm, wir versuchen ihn trotzdem weg zu Olgern. Ja, lass uns mal versuchen. Gleich 9:45. Lass ihn weg, Olgern, ja. Scheiß drauf. Lass ihn weg, Olgern. Ey, Nuki, du bist so ein Hat er dich jetzt wirklich weggefickt nochmal? Lol. Ey, mich haben sie weggefickt. Ey, Leute, jetzt nicht wieder! Ich bin auch wieder durchsichtig. Jetzt bin ich wieder rückwärts. Das war richtig komisch. Ey, ich wollte das alles rückwärts machen! Mach's doch rückwärts! Ich dachte, wir müssen mit dem dicken Ding so rückwärts fahren, Alter. Hi, Nugi. Oh, du musst Gas geben, ne? Ja. Gugigaga. Gugigaga. Oh, ja. Nugi, wer ist denn hier? Nugi Gugu. Oh! Hä, wo? Oh mein Gott. Wo müssen wir hin?
Lol. Wow, wow. Lol. Wo bist du denn hin? Schaffst du's? Ja, ich schaff's. Der ist noch Superstar. Nein. Oh, er schafft's wirklich, Nein, am Ende gewinnt Nugi. Nein. Nein. Ja. Komm schon. Nein, gib mir mit. Alter, ich lebe ja richtig krass im Wasser. Oh. Nein. Bist du? Nein. Ja. Nugi. Nein, sind wir nur ein paar Punkte. Nugi, aber ich nicht gewonnen. Nein. Am Ende gewinnt. Nicht Nugi. Nicht schon wieder Nugi. Nein! Verkackt da vorne! Verkackt mal ein bisschen! Scheiße! Ich bin auch voll ins Nichts gefahren. Echt? Oh geil. Hallo, ich hab noch eine Chance jetzt auf den Sieg! Ihr habt alle noch eine Chance, wir fahren richtig scheiße. Verkackt mal ein bisschen! Bremst mal ein bisschen mehr ab, Marvin. Genau, bremst mal beide ein bisschen mehr ab. Ist ein Schakos! Lol, was ist das denn? Guck mal! Nein, 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 nein! Seid ihr denn klar davon? Ist das denn diese Scheißkarre? Fahr doch! Ja, ja. Oh, nein! 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 Halt euch doch mal ins Wasser, Alamo! Nein! Geh weg! Los, ja! Geh weg! Du mieser Ficker! Nein! Oh mein okay, Gott, die Zeit läuft, da kann ich auch reinfahren jetzt. Oh. Ja, fahren Sie rein, Monsieur. Leider! Wer hat gewonnen? Marvin hat gewonnen. Ich glaube Nugi. Oh, nee, nee, Marvin war's. Wir gucken mal. Am Ende gewinnt Nugi. Ah, das war schon intens, Digga. Das war schon richtig intens. Hätte ich da nicht verkackt, dann hätte ich gewonnen, Alter. ich bin zweiter, shit. Hab ich auch gesagt. Also, Muchachos, danke schön erstmal für euren Support und auf jeden Fall beschreiben, abchecken. Vielleicht gibt es ja schon Infos zum Mauspad, ja? Unbedingt abchecken. Dankeschön für euren grandiosen Support. Bei Nugi vorbeischauen, bei Ares vorbeischauen. Dankeschön für euren Support. Reingauen, hallo. Ciao, ciao. Bye, bye.